Der Unterschied zu anderen Cats ist, dass ich die knuddeln und abknutschen würde. Das Ding hier tut mir so leid, dass es einfach nur von seinem Leid erlösen möchte. Ey, so schlimm ist das doch gar nicht. Ist das doch gar nicht so schlimm. Die Katze ist doch toll und süß und niedlich und knuffig und alles zusammen. Gibt nichts Besseres als diese Katze. Ich glaube, mein Handy dann mal. Ich muss kurz Wut rauslassen. Und einmal da hinten. Da, Wut rausgelassen. Juhu, teilnehmen. Sehr schön. Leichter Trupp. Ja, Trupp. Eieiei, ein Bomber. Also die Bomberviecher. Nee, es gibt aber einige Final Fantasy-Teile, die ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann. Darunter wäre halt, ja, Teil 9. Teil 10 auf jeden Fall auch. Teil 10 ist richtig. Da liegt mein Herzblut drin. Im 10. Und 7. 7 ist auch toll. 7 ist. Jetzt 9 und 7 spielen. Danach mal sehen. Also, 9 und 7 sind schon mal sehr gut. Auch ein richtig guter Einstieg. Wie gesagt, Teil 10 kann ich dir noch empfehlen. Gut, Teil 6 soll auch noch sehr gut sein. Das habe ich persönlich nur leider nie gespielt. Gut, und Teil 13 finde ich auch sehr gut. Danach lasse ich meine Community entscheiden. Ja, also ich mach zurzeit bei mir komplett einmal nach der Reihe alle Teile. Bin jetzt bei Teil 3, meine ich. Und Final Fantasy 14 mache ich halt so nebenbei gerade. Ist halt immer so mein Ausweichprojekt quasi. Wenn ich halt mal Bock drauf habe, wenn mal was anderes ausfällt oder ich wie vor 2 Wochen ein Spiel nicht geupdatet habe. Und ich wieder so denke, jo, schön. Was spielst du? Bestiariumsviech. Sehr schön. Hab ich mein Haus gesetzt. Danke. Vielen lieben Dank. Klingt ganz, ganz gern. Ja, vielen lieben Dank. Es freut mich auf jeden Fall. Außerdem magst du Katzen. Ich mag nicht nur Katzen, ich liebe Katzen. Also bei mir eigentlich, auch auf dem Discord-Server, es geht eigentlich immer nur um Katzen. Also selbst die Rollenverteilung auf dem Discord-Server sind eigentlich hat alles mit Katzen zu tun. Ich fürchte, das dicke Ding kann mich nicht einfach erschießen, wenn mir jetzt die Katze springt. Nein! Vergiss es! Also dall, wirklich.
Dann, wie kannst du diese Katzen nicht mögen? Die ist super süß. Ich meine, dass du Elf nicht magst, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber die süße kleine Katze. Die ist knuffig. Und sie hat dich gern. Nur Stimmen, die keinen Sinn ergeben. Ey! Ich bin die Stimme aus dem Jenseits. Fette Katze. Ja. Was? Warte mal, lese ich gleich. Warte, wie komme ich jetzt hier weg? Ich bin die Einzige, die hier noch drin ist. Ich habe keine Ahnung. Kommt wer hier weg? War das vorher? Bin ich da rein? Ja, muss ich. Okay, danke. was meine dicke Katze? Nein, also bist du auch kein so Jenseits, siehst du? Die Stimme ergeben keinen Sinn. fette Katzen sind toll. Aber nur in-game. Gab's nicht auch in irgendeinem Anime, in so einem von Hayao Miyazaki irgendein Film mit so einer fetten Katze? Oh, oder? Doch, Königreich der Katzen. Da war, glaube ich, diese eine fette Katze. Sollte vielleicht auch mal wieder was machen, ne? Ich weiß nicht, ob einer die Filme kennt. Steht auf meiner Liste der Filme. Echt? Also kann ich dir echt nur empfehlen. Super geil. Also alle Filme von ihm. Alle Filme von ihm sind super. Aber Königreich der Katzen ist mein absoluter Lieblingsfilm. Aber letztens ist Mirai nicht abgeschossen, braucht ein paar Tage Pause. Ja, kenne ich. Weiß gar nicht. Und wie ist denn der eine Anime, den ich gerade gucke? Good Wars muss ich unbedingt noch zu Ende gucken. Good Wars und... Hörst du jetzt mal auf hier? Und... Oh Gott, da war noch irgendeiner. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir echt ganz schwer Anime-Titel merken. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Okay, also sag mir jetzt so vom Namen tatsächlich gar nichts. Ich werde es mir auf jeden Fall mal merken. Das muss ich tatsächlich einmal. Nebenbei. Weil sonst weiß ich, dass ich es vergessen werde, wenn ich es jetzt nicht mal. So. Werde ich mal nachgucken. Ich gucke zurzeit meine ganzen Animes immer über Anime on Demand. Ich habe neulich auch erstmal ein kleines Auf- oder wieder gelassen. Damit ich mir da fleißig meine Animes gucken kann. Bin nämlich schon wieder in so einer Anime-Phase drin. Also ich gucke allgemein Animes, aber das sind so... Ich habe manchmal so Momente, so Monate, da gucke ich das durchgehend. Das
fiel mir auch gerade bei meiner Bücherbestellung verdammt schwer, keine Mangas zu kaufen. Ich wollte mir eigentlich Mangas kaufen. Ich habe mich aber tatsächlich zurückgehalten, weil ich weiß, dass ich ja nur Mangas gekauft hätte. Und das ist nicht gut, wenn ich nur Mangas kaufe. Das endet nicht gut. Mir sind die Animes ausgegangen, die ich schauen will. Echt? Oh Gott, ich glaube, das kann mir nicht passieren so schnell. Aber ich habe halt auch sehr wenig Zeit teilweise. Weil wenn ich dann was gucke, dann versuche ich meistens auch was zu finden, was mein Freund guckt. Und er mag keine Animes. Also, was ich mit ihm gucken kann, sind die ganzen Filme von Hayao Miyazaki. Die lässt er sich gefallen. Aber wenn es jetzt halt so um ne, andere Sachen geht, so Serien, dann eher weniger. Das Problem habe ich ja auch nicht. Ja. Auch an sich stört es mich nicht, aber so manchmal wäre es halt echt praktisch, wenn er das halt auch mögen würde. Aber dafür mag ich halt einige seiner Serien auch nicht. Das sind dann halt immer so die, ich weiß gar nicht, Krimi-Mafia-Quatsch-Dinger da. Oder, ja, halt alles, was so actionlastig ist, das mag ich halt zum Beispiel nicht. Also wenn er dann seine Serie guckt, dann habe ich Zeit, meine zu gucken. Und dann ja, gibt's aber auch kein Halten mehr. Actionlastig mag ich auch gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Also manches mag vielleicht gehen. Aber ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die eine Serie gerade heißt, die er da guckt. Das ist, glaube ich, irgendwas, was auf Disney Plus tatsächlich läuft, aber halt für Erwachsene. Und das ist ja das ist so überhaupt nicht meins. Das ist so, ja. Ist mir ein bisschen zu viel. Mag ich das Viech nicht. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Aber danke nochmal. Aber es ist doch so schön lila. Von dem Film Captain Future. Echt, tust du das? Vergessen. Was denn? Jemand Film bestellt hat. Echt? Gut. Kann ja mal passieren. Ich weiß gar nicht, irgendwas wurde ich. Ich hab mir irgendwas auch mal zur Seite gelegt, weil ich mal gucken wollte. Ist, glaube ich, bis jetzt noch auf meiner Liste. Ich bin mit solchen Dingen aufgewachsen. Captain Future, Kimba, Weißer Löwe. Kimba kenne ich tatsächlich auch. Biene Maya auch, Pinocchio auch. Kenne ich alles noch. Was man bei mir gar nicht glauben mag, so jung wie ich bin. Gut, aber lag auch daran, dass meine Großeltern mich sehr viel
mich sehr viel Input geführt haben. Im Moment, wenn man mitten in der Nacht Hunger bekommt. Die Viecher werden immer hässlicher. Ich kenne das auch noch aus. Ich bin nicht mehr als du. Echt? Also ich bin 24. Ja gut. Jünger geht auf jeden Fall. Aber bei mir sagen halt die meisten so, wie, das kannst du doch gar nicht mehr kennen. Obwohl ich mir da so denke, ja doch, klar kann ich das kennen. Es gibt halt so manche Sachen, die kennt man halt einfach. Mit denen ist man halt aufgewachsen. Wie zum Beispiel bei mir halt auch Jim Knopf und Lukas. Halt auch Augsburger Puppenkiste kenne ich halt auch noch. Nee, Zurgason. Die ganzen Kletterradatsch. Gut, jetzt müsste Madame hier einmal sich ein bisschen beeilen. Immer wieder wie immer die Nachtzüglerin. Lächeln. Ich kenne auch noch Kassetten, da höre ich auch oft was. Das kennst du. Ja. Och ja, Kassetten. Oder wenn zum Beispiel Leute sagen so, ja, du kennst doch bestimmt keinen Walkman mehr. So, ja klar kenne ich noch Walkman. Natürlich kenne ich die Dinger noch. Alles noch gehabt früher. Auch die Hörspielkassetten von Hani und Nani oder halt auch Biene Maya. Oh Gott, was es da nicht alles gab. Hui Bruder Schlossgespenst. Gab es damals auch gut, das ist vielleicht auch schon ein bisschen neu, aber auch noch ganz, ganz alt. Walkman von meiner Zeit. Ja, das, ich war gerade so am Ende der Zeit. Also wo ich zur Schule ging, da war das schon Richtung CD-Spieler. Aber ja, Walkman kenne ich tatsächlich auch noch. Ich weiß auch noch, dass ich damals das Hörspiel von Herr der Ringe besessen habe. Und das habe ich mir dann halt immer angehört. Habe dann auch so ganz, ganz alte Puzzle von meinen Großeltern. Noch so ein Prag-Puzzle war das. Das habe ich mittlerweile auch hier zu Hause. Das haben sie mir jetzt geschenkt. Und dann hatte ich mich dann immer an den Esszimmertisch gesetzt. Mit dem Walkman. Dann halt wirklich noch mit den ekelhaften Kopfhörern früher. Und habe mich dann da hingesetzt und habe dann stundenlang gepuzzelt und diese Hörbücher gehört. Gott, es war einfach nur geil. Ja, gute alte Zeit. Die meisten jungen Leute kennen einen Walkman vielleicht gerade noch so aus Guardians of the Galaxy, den wir überhaupt erkannt haben. Doch, klar, Walkman kenne ich. Also, ich glaube, meinen alten müsste ich sogar noch irgendwo haben. Der funktioniert zwar nicht mehr, aber ich habe ihn behalten. Aus sentimentalem Wert. Gegen sentimentalem Wert. So. Ja, das. Die Jugend von heute wird immer dummer. Ich darf das sagen. Ich bin leider noch Teil davon. Ja! Aber als ich, Teenager war quasi, da war das doch bestimmt auch so. Da war die Jugend auch schon verblödet. In Level noch, da bin ich nie mehr. Hui, okay. So, jetzt geht das hier wieder los. Ich will unbedingt mal Ordnung schaffen in dem Kletterradatsch hier. Das meiste habe ich auch nur für meine anderen Sachen. Okay, das nehmen wir. Das nehmen wir.
Ja, ne? Ja, gut, das sowieso nicht. Ja. Ich bin älter als YouTube, bin ich das etwas. Yes, it. Wenigstens in irgendwas muss man älter sein. Sonst denke ich mir nämlich auch immer so, ja. Ne? Ja, mein Freund ist 7 Jahre? Doch, 7 Jahre. Muss er älter sein. Und da hört er noch immer so, ja, das war noch alles vor deiner Zeit. Ich denke so, Alter, ja, schön. Schön, du hast die 90er erlebt. Toll, hätte ich auch gerne. Weißt du, ich bin da am Ende geboren worden. Ätzend. Der letzte Walkman von Sony habe ich einer Drogenfreundin geschenkt. Das Ding war Hightech. Wurde das Ding direkt in Köln geklaut. Okay. So. Ja, wo muss ich denn? Ja, wo müssen wir denn hin? War der Freibrief. Schöner Schein. Ach, das ist das hier. Okay, das ist die Aufpasst. Okay. Da habe ich auch noch irgendwas. Ja. Was war das hier nochmal? Hexenstübchen hat ihre Habseligkeiten vergessen. Sprich mit dem Stammgast. Okay, gut. Ja, würde ich erstmal die Hauptquest machen. Der Schein hat auf Englisch einen viel besseren Namen. All About Glamour. Ah, okay. Wenn ich die Katze da so sehe, dieses Ding. Wo bitte soll ich total den Sprengstoff anbringen, damit die Wirkung zeigt? So, ich werde aber einmal ganz kurz pinkeln gehen. Ich war jetzt seit, ich glaube, 4 Stunden nicht mehr. Jetzt müsste ich, glaube ich, doch so langsam mal. Da hätte ich noch was noch Fetteres. Oh je. Okay, dann. Das ist cool. Nein, die Stummelbeinchen. Oh, Scheiße, ey. Okay, da ist sie ganz echt zu vergehen. So, ich bin einmal ganz, ganz kurz in der Pause. Bin in 2-3 Minütchen wieder da. Nein. Das war's nicht. Nein, das war's auch nicht. Jetzt habe ich die Cam kaputt gemacht. Ah, nee, da. Da bin ich wieder. So, okay. Bis.